Die Arena-Mission für ein Vorstellungsgespräch zu verwenden ist etwas speziell, ich weiß. Aber naja, Papella ist schließlich auch ein wenig speziell, so. Passt da eigentlich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pummel und Schild. Beim Arena-Leiterkampf gegen Papella. Aber bevor wir das machen... Wollen wir abbrechen. Hey, wollen abbrechen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Arena-Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es auch schaffst, die Arena zu überzeugen. Nein. Ja, ich will abbrechen. Was passiert, wenn ich abbrechen gehe? Kann ich nicht? Jetzt sagt er mir das Gleiche. Ach, ich muss ja sagen. Ja, okay. Hätte ich jetzt hier noch heilen können, oder was? Nee, oder? Ich gehe nochmal zurück zum Empfang. Ich glaube, ich kann nochmal heilen gehen, oder? Zu schade. Okay, die labern jetzt alle, als hätte ich verloren, aber ich habe nicht verloren. Okay, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall nochmal kurz heilen gehen. Einfach aus dem Grund, weil ich keine AP mehr habe. Ich hoffe, ich muss die Challenge nicht nochmal machen. Ansonsten werde ich jetzt kurz einblenden, wie ich dies nochmal geschafft habe. Weil ich jetzt nochmal gegen die alle kämpfen muss. Weil eigentlich habe ich es ja geschafft, als ob ich das nochmal von vorne machen muss. Und ob ich abgebrannt habe. Das wäre langweilig. Aber ich kann es denen zutrauen. Ich weiß nicht, wie die das regeln. Deshalb wollen wir das ja mal sehen. Vielleicht muss ich einfach nur durchgehen oder so. Das ist ja auch interessant zu sehen. Was passiert, wenn man das abbricht und dann wieder reingeht? Was passiert dann? Das werden wir jetzt erfahren. So, ich hoffe nicht, dass jetzt sagen, jetzt muss normal gegen alle drei kämpfen. Das wäre langweilig, das schneide ich dann kurz aus für euch. Ja, komm. Lass mich durch. Wir wollen einen Kampf sehen. Yes. Nein, wir können sofort rein. Ist ein wenig dumm gemacht tatsächlich, wie ich finde, aber gut. Mir soll es recht sein. Ja, irgendwas passt so. Kein Intellion. Nein, wir machen ohne. Let's go! Da wartet sie. Für eine Vorstellung mag es etwas spät sein, aber so sind eben die Geflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arenaleiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit deinen Pokémon richtig umgeht. Okay, let's go gegen Papella. Oh Gott, das wird dauern. Oder kann man einfach auf mich lenken und die da hinten spawnen lassen. Ja, ja, passt schon. Bam bam bada bam bam bada bam bam bada bam bam. Kampf gegen Papella mit ihrem alles klar, in ihrem Gala Smogmog. Bam bam bada bam bam bada bam bam. Tsch, tsch. Wow. 4 Pokémon hat sie, krass. Nein, das ist nicht so effektiv. Was? Frage. Sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Hexe. Oh. Das ist unfair. Ich hätte Zauberin sagen sollen. Aber das war auch so eine 50-50 Chance und ich hab verkackt. Kann man nichts für, oder? Was meint ihr, Leute? Pony kann sogar rein. Lass uns mal Pony versuchen. Mit Pony habe ich noch gar nicht gekämpft. Bisschen so mit Galaponita. Mit ihrem zuckersüßen Haaren. Wortwörtlich. Ich glaube, ich will auch gar nicht mit Ponita kämpfen. Mit Intellion hätte ich natürlich instant gewonnen, aber ich will ja mal ohne Intellion versuchen. Das hatte ich schon längst gesagt. Für die, die letztes Mal nicht dabei waren, sondern nur einschalten, weil die den Kampf im Thumbnail gesehen haben gegen Papella und sehen wollten, wie ich da abgeschnitten habe. Kann ja sein. Wisst ihr Bescheid.
So, ich habe das Gefühl, es ist wirklich so ein 4 gegen 4, beziehungsweise 5 gegen 4, weil Corsola kann ich ja nicht wirklich benutzen, das wird dann so ein Ersatz-Pokémon. Ja. Versuchen wir mal mit Kopfnuss. Ja, ich denke, das passt eigentlich noch ganz okay, oder? Ich weiß gar nicht, wie es mit Kampfattacken aussieht. Frage, was ist meine Lieblingsfarbe? Pink! Danach suche ich zwar einen anderen, aber es ist nicht meine Lieblingsfarbe. Was? Das... Was? Was ein Troll? Das ist ja eine richtige Troll-Frage. Weil die sagt ja immer alles über Pink und ich dachte, das ist dann so ein Tipp, dass man das hier errichtet hat, aber nein! No, was ein Müll! Und dann noch Vergiftung! Boah! Und ich bin down. Okay, das war eine schlechte Idee, den Teller nicht reinzunehmen. Ich werde verlieren. Scheiße! Warum auch ein Galasmogmog? Ist das Fee? Anscheinend, sonst hätte sie es ja nicht. WTF, warum ist das Vieh Fee? Tschüss! Ich will die weg. Eine Attacke braucht das noch. Oh verdammt, das ist ja sehr effektiv. Gift ist ja sehr effektiv gegen Pflanze. Nein. Doch, nein. Egal. Wie auch immer. Die Attacke war sehr effektiv. Egal. Weg mit dir. So, einer weg. Pony Level 37. So, ein normal Fee-Pokémon. Togekiss. Da wollen wir doch erstmal Grasmixer einsetzen. Luftschnitt. Das ist nicht gut. Das ist nämlich sehr effektiv. Hätte ich eigentlich denken können. Ich weiß nicht, warum ich da nicht gedacht habe, dass es eine Flugattacke kann. Ich bin sehr dumm. Aber das wisst ihr ja eigentlich alle bisher. Mittlerweile. Vielleicht sogar schon. Ja. Frage. Nun denn, wie alt bin ich? 88. Da legst du zwar nicht falsch, aber in Sachen Manieren hast du noch zu lernen. Lol. Ja, lieber den Push, als jetzt nett zu sein. Das ist ein Arena-Leiterkampf, da kann ich jetzt nicht so nett sein. Oh, genau, Volltreffer. Natürlich kriegt der Gegner einen Volltreffer. Immer doch. Und natürlich bin ich so schwach. Nur weil es 2 Level nur vor über mir ist. So lächerlich einfach. So, Komplettheilung bitte. Ja, ist nichts für Komplettheilung. Ja, aber so ziemlich. Luftschnitt sollte auch kein Problem sein. Hm, naja. Psychstrahl würde ich sagen, Mama. Das wird ein schwerer Kampf. Einfach weil ich Entheilung nicht benutze. Sehr dumm von mir. Übrigens, nur so nebenbei. Digga, ich mach ja gar nichts. Ich will einen Talon haben. Oh mein Gott, ich schaff das nicht ohne einen Talon. Ich hab's begriffen. Nein. ja. Aber es sieht jetzt echt schlecht aus. Sehr schlecht aus. Ich hab einfach verkackt, weil ich keinen Talon drin hab. Ich hab echt einfach verkackt. Ich glaube, die Folge besteht nur auf diesem Kampf. Daneben! Oh mein Gott, geil! Zauberscheine macht den meisten. Ich mach nur mal Zauberschein! Ist das gut, war? Oh, es macht so viel Damage! Nur wegen 2 Leveln und eine Entwicklung. Aber trotzdem! Es macht ultra wenig. Aber ich muss angreifen. Ich habe keine andere Wahl. Leben noch gut. Psystrahl. Ich muss die ganze Zeit mit Psystrahl drauf. Yes! Yes! Es ist verwirrt! Heiliger Jesus! Wuhu! So, das ist jetzt meine Chance, das Vieh down zu bekommen. Steckt sich selbst und wir schlagen auch noch mal drauf. Hoffentlich. Yes! Ah, macht nicht so viel Schaden. Warum auch immer. Aber ja, komm. Komm, mach die selbst, mach die selbst. Nein! Volltreffer, Mimimi. Nein, natürlich nicht. Super.
Psystrahl. Und es ist im orangen Bereich. So gerade noch so. Okay. Nicht mehr verwirrt. Was? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Verwirrt. Nein. Du musst es verwirren. Verstehst du nicht, was verwirren heißt? Ich muss es dauerhaft heilen, aber ich bin froh, dass ich Heil-Items gekauft habe. Oh Mann, was ist denn das für ein Mist hier? Ich muss nochmal heilen. Das ist jetzt zumindest voll geheilt. Und dann nochmal richtig rauf da. Keine Ahnung. Mit Zauberschein oder so, oder? Na, Psystrahl macht, glaube ich, mehr Sinn. In der Hoffnung, dass es... Ja, moin, wie viel! Dass es verwirrt ist und sich selbst angreift, damit es mir ein wenig Zeit verschafft zum Heilen. Verdammt! Ja, natürlich zurückgeschreckt! Also jetzt werde ich doch verarscht. Ganz ehrlich. Jetzt werde ich aber so richtig verarscht. Und jetzt bin ich auch so richtig wütend. Das trifft immer mit seinem Luftschild. Ich darf noch nicht mal angreifen. Digga, lass mich angreifen. Schön. Oh. Warum habe ich mich gegen Inteleon entschieden? Bin ich eigentlich komplett dumm? Oh. Ich mache das gerade alles umsonst wahrscheinlich. Am Ende verkacke ich, weil das Pokémon Level 40 oder so Müll ist. Ich wette, das letzte Pokémon ist einfach Level 40. Ja, voll dran. Ich hab nur die Hälfte meiner Supertränke. Ich hab schon die Hälfte verschwendet, Alter. Nee. Oh, nicht mal die vollkommen. Ja, Diebesgruß. Noch mehr Büsches. Guck dir das an, das heilt sich einfach so viel. Was? Nein. Oh, Antikraft auch noch. Ja, was mach ich so viel? Mach Antikraft weiter, das ist okay. Aber ich mache so wenig Schaden, mache ich. Habe ich nicht so ein Angriffs-Plus-Item? Ich setze mal so ein Angriffs-Plus ein. X-Angriff. Angriff steigt stark! Wenn es jetzt ein Volltreffer hat, dann habe ich natürlich verkackt, aber hat es nicht. Verdammt, es heilt sich so viel. Oh Mann. Alle sind einfach besiegt irgendwie. Nein. Und ich quietsch rum, sorry. Ja, mach Antikraft, genau. Ja, ja, mach Antikraft. Das finde ich gut. Steigt. Was? Was? Nein, mach doch keine Antikraft. WTF, alles steigt einfach. So, Zauberschein. Bitte mach viel Schaden. Wenn ich angreifen darf. Aber wahrscheinlich Volltreffer, wie immer. Gefühlt. War es sogar Volltreffer, oder? Nein, war nicht. Nein. Und wie viel Damage mache ich jetzt? Ich müsste eigentlich ultra viel Schaden machen wegen meinem X-Angriff. Dann benutze ich einmal diesen Kack und dann sowas. Boah, ich lasse mich einfach extra killen, damit ich einen Taylor im Team hab. Was denn das für ein Rotz? Ja, ne, noch mehr. Das ist doch wohl ein Witz. Das ist doch wohl ein Scherz. Jetzt ist es komplett wieder voll. Was? Oh, Volltreffer. Einen Moment mal. Vielleicht kann ich das ja doch noch schaffen.
Weil Pokusan macht das gerade richtig gut. Was zum Teufel? Warum klappt das mit Pokusan so gut? Und nein. Okay, wisst ihr was? Ich gebe doch nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Ich schalte das so kurz raus, aber... Ich habe Hoffnung. Wer greift zuerst an? Das Vieh. Oh. Aber warte, bevor ich noch aufgebe hier. Das Vieh ist fast tot. Und ich habe ja Heil-Items. So, Kursi muss jetzt leider sterben. Sorry, Kursi. Leider stirbst du. Doch. Dafür. Gebe ich nicht auf. I'm gonna stay determined. Werde Pokusan wiederbeleben. Corazon wird leider sterben. Aber als ein Held. Was so viel! Verdammt. Aber Cremi wird das nicht unterkriegen lassen. Wird sich nicht unterkriegen lassen. Zauberschein. Hat keine Attacken mehr übrig. Ja, moin. Ja, mein Gott, wir schaffen's. Oh mein Gott, Leute. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich nicht, was geil sein soll. Okay, Cremi heilen. Danach Primavo heilen mit Beleber. Denn Quarkus ist down. Oh mein Gott, als ob. Oh, den Jayan. Cremi, Level up. Alle anderen kriegen nichts, weil sie down sind. Kacke. Flunkiefer. Okay, nee, ich hab verloren. Das reicht. Ich hab trotzdem verloren. Das hat bestimmt Knuller drauf. Wenn Flunkiefer Knuller drauf hat, dann kann ich eigentlich schon aufgeben. Oh, ich kann euch alle meine Pokémon jetzt heilen. Gekursi sollte sehr, sehr viele Erfahrungspunkte zumindest bekommen. Das will ich noch erreichen. Oh, geil, geil, geil. So, Kursi noch, damit das zumindest noch ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Der Rest klappt ja noch mit den Leveln, deshalb, komm. Let's go! Yes! Wir müssen dieses Vieh da down bekommen. Es ist Typ Stahl, Leute. Und ihr wisst alle, was gegen Typ Stahl gut ist. Oder? Ich glaube, Primano hat eine Attacke, die ganz gut ist. Primova? Bin ich dumm? Primano? Sorry, Leute. Oh mein Gott, was ein intensiver Arena-Leiterkampf. Ey, Papella, wie hieß die? Nein! Ey, so voller Zeitdrehen. Nee, ich gebe nicht auf. Dann verschwende ich halt meine Items, ne? Aber ich gebe nicht auf. Ich setze nochmal einen Heiltrank ein. Beleber. Und dann werde ich mit Cremi versuchen. Ist mir egal, mit wem ich das Vieh drauf dann bekomme. Kann auch Cremi den ganzen Kampf machen. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Wisst ihr? So. Wie viele Beleber haben noch? Okay, passt eigentlich noch. Primano! Noch habe ich nicht aufgegeben. Auch wenn es Flunkiefer ist. Ich habe noch Hoffnung. Es macht viel, auch wenn es nicht effektiv ist. Es macht viel und es setzt nur Knirscher ein. Wie geil. Ich verschwende gerade meinen Zauberschein, aber das ist mir so egal. Ich krieg das Vieh down, Leute. Oh, nö. Diebeskuss, gib mir dein Leben. Gib mir dein Leben. Yes. Was, ja, letztes Pokémon. Irgendein Pokémon mit Giga Dynamax oder so? Vermute ich mal, aber irgendwie wüsste gerade, ich wüsste halt gerade keins. Obwohl, vielleicht Bärmons letzte Entwicklung. Nee, auch ein Pokusan.
Endlich fängt der Morgentee an zu wirken. Meine Müdigkeit geht weg. Ui, schönes Boku-san. Doch welche Torte ist stärker? Deine oder meine? Ist es aufs Schlimmste gefasst Zeit für ein bisschen zu, für uns zu amüsieren? Oh. Ui. Und dann wird zu einer Torte. Guckt es euch an, wie süß es aussieht. Aber unser sieht natürlich süßer aus. Habe ich recht, Pokusan? Ja, habe ich. Boing, boing, boing. Hä? Warte, was? Warum ist es keine Torte? Was? Habe ich... Ich fehlt es an Pink. Hier ein Geschenk von uns. Warum ist es keine Torte? Weil der schon ist? Oder was? Oh nein, jetzt habe ich es ja richtig verschwendet. Oh nein! Habe ich jetzt verschwendet? Ich glaube, was Falsches ist, dass der schon ist und deshalb ich das nicht sein kann, oder? Oder liegt es daran, dass ich irgendwie nicht genug Wunschsterne habe oder so ein Blödsinn? Ich weiß gerade echt nicht, woran es liegt. Wenn einer von euch das weiß, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich weiß nämlich nicht, warum ich jetzt kein Gigadynamax Pokusan bin. Das müsste ich nämlich eigentlich sein. Der greift eh zuerst an. Lichtblick, ach so das, ja. Ich bin tot. Ich wollte es aber trotzdem riskieren. Jetzt explodiere ich. Und er heilt sich so viel. Aber er ist jetzt auch weg. Wir sind beide weg. Primarno ist mein letztes Pokémon. Ich werde es kurz heilen. Und dann geht's auf den Kampf. So. Jetzt ist es zumindest ein ganz normales Pokusan. Auf Level 38 zum Glück. Okay. Das ist gut möglich, Leute. Und ich hoffe einfach, dass ich es schaffe. Mit Primarno habe ich die Hoffnung. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Säurepanzer steigt stark. Dein Kack ernst, du? Dummes Vieh. Ich setze Zauberschein die ganze Zeit ein. Nein, kein Bitterkuss. Yes, Zauberschein. Keine Ahnung, warum es fehlgeschlagen ist, aber finde ich gut so. Und ich mache so viel, so wenig. Was war das? Was war das? Hä? Egal, Zauberschein, weitermachen. Bitterkuss? Was? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Nein! Ich habe einen anderen Plan, Leute. Ich werde Cremi noch mal ranlassen. Ich glaube, Cremi hat bessere Chancen in diesem Kampf als Primarno. Primarno. Was auch immer. Aber ich will einfach nur den Kampf ohne Inteleon schaffen. Und die ganze Folge geht auch drauf. Nur für diesen Müll. Für den einen Arena-Kampf verschwende ich jetzt unsere ganze Folge. Es tut mir natürlich leid, Leute. Aber manchmal ist das halt leider so. Und vor allem meine ganzen Items, ich muss danach so viel einkaufen gehen, Digga. So. Diebeskuss, war mir klar. Aber ich habe eine schönere Form als du. Deshalb werde ich gewinnen. Ich bin nur ein Level unter dir. Das ist gar nichts, du. Erstmal verwirren. Mit Bitterkuss.
Dieses Kuss, ich will mich voll heilen. Nee, nee, nee. Hä? Was? Willst du mich veräppeln? Wehe, wehe, ich raste aus. Ich wäre vom Stuhl aufgestanden und aus diesem Zimmer gegangen. Hätte ich jetzt nicht getroffen. Das meine ich ernst. Jetzt gib mir deine Leben, ja? Nein! 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 Oh, ich lebe noch. Nicht mehr verwirrt bin ich. Yes! Gib mir dein Leben! Zack! Meins, lecker, lecker! Yummy, yummy! Willst du noch mehr? Gerne! Ich gehe noch mehr ab. Oh, es ist auch nicht mehr verwirrt. Nein! Ich hasse es! Bitte nicht! Das wird eh angreifen, oder? Ich versuch's mit Bitterkuss. Oh, bitte nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel! Yes! Yes! Okay. Okay. Was ist denn das für ein Rot hier? Das akzeptiere ich so nicht. Nein, nein, nein. Ich heile mich noch mal in der Hoffnung, dass er sich selbst schadet. Okay, die Folge geht drauf. Scheiß drauf. Dann geht er die Folge drauf. Aber lasst mich zumindest angreifen. Und das Vieh besiegen. Lasst mich zumindest gewinnen. Und das ist mein Stick. Okay, passt. Zauberschein macht sehr viel Damage. Yes! Es ist nicht viel, aber es ist ein kleiner Schritt. Was? Ich bin verwirrt? Oh Leute, das habe ich gar nicht bemerkt. Seht ihr, wie viel Damage das macht? Yes! Bitte, greif an, greif an, greif an, greif an! Nein! Und dann war es auch noch... Oh, keine AP. Doch, eine AP habe ich noch, okay. Nicht mehr verwirrt. Oh, nee, der Gegner ist nicht mehr verwirrt. Säurepanzer. Was ein Müll. Nicht mehr verwirrt. Zauberschein! Es ist noch möglich, Leute. Es ist noch möglich. Zauberschein kann ich nicht mehr einsetzen, ich habe keinen AP Plus. Egal, nicht wichtig. Oh, ich bin verwirrt. Nein, bitte Diebeskuss, 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 Diebeskuss. Nein! Was? Ich war ganz Greenshot, Mann. Nein, hör auf! Yes, Diebeskuss. Gib mir dein Leben! Noch eine Hit! Ich schaff das! 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 Greif an! Greif an! Greif an! Nein! Hör auf! Du bist doch verwirrt! Nee, was macht keinen Sinn, was ich gelabert habe. Egal! Yes! Wir haben gewonnen! Oh mein Gott, warum hatte ich denn keine Gigantamax-Form? Das hat mich am meisten aufgeregt in diesem Kampf. Na, okay, nicht am meisten, aber... Am zweitmeisten. Am meisten hat mich das aufgeregt, dass das Torgekiss so OP war. Wir haben gewonnen. Wir haben aber noch gewonnen. Und kriegen dafür fast gar nichts. Und wir haben gewonnen. Ich fehle es zwar an Pink. Nein. Aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir haben gewonnen. Ganze Folge verschwendet. Das war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind einfach sehr speziell. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon, wo.
in dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient, ohne ein Intellion zu benutzen. Lentadam, badadam, badam, du. Und hier hast du noch eine TM. Setze sie weise ein. Diebeskuss. Ich hab das schon. Ich hab die Attacke schon. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben. Und zwar mit dieser Uniform. Zu mir den Gefallen, probiere sie mal an, ja? Ich schau mal nach. Vielleicht. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Gewissen, von meinem Wissen auch. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Oh, wie ich sehe, hast du von Papella eine TM geschenkt bekommen. Sehr schön. Als nächstes solltest du nach Sir Chester. Die geben mir keine TM? Okay. Finde ich auch. Nein, finde ich nicht. Okay. Endlich sind wir durch. Jetzt werden die Leute gar nicht mehr aufhören, von dir zu reden. Wir haben 5 Arena-Leuern. Du hast ganz schön Kraft. Ganz schön Rast auf den Kasten. Die ist wirklich total stark. Was? Ach so, der sagt das erst im Nachhinein jetzt, oder wie? Oder der stand hier vorher nicht, oder? Na egal. Das war's für heute. Warte, Kindchen. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Claw City. Gerne. Dann komm. Warte, ist hier der 6. Roy? Das findet in der nächsten Folge raus, Leute.